Hallo alle zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute mache ich eine ganz besonders leckere Mahlzeit. Es sind Rollmanti, aber ohne den Dampftopf. Bleibt dabei und schaut es euch an. Die schmecken sehr gut. Also uns schmecken sie besser als die Mante im Dampftopf. Also es ist ein richtig tolles Rezept. Macht es unbedingt mal nach. Zuerst mache ich den Teig. Dafür nehme ich 150 ml Wasser und 100 ml Milch. Die gebe ich in eine Rührschüssel. Dann gebe ich ein Ei dazu. Einen gestrichenen Teelöffel Salz und einen Esslöffel Öl. Bei mir ist es Sonnenblumenöl. Und zum Schluss gebe ich dann das Mehl dazu. Bei mir sind das jetzt 450 Gramm. Den Teig mache ich heute mit dem Knethaken vom Handmixer. Ihr könnt ihn natürlich auch von Hand kneten oder auch mit den Knethaken von der Küchenmaschine. Wenn der Teig so beginnt, sich zu klumpen und so eine schöne einheitliche Menge ergibt, dann ist er auch soweit fertig. Jetzt bestäube ich den Teig mit etwas Mehl und nehme ihn aus der Form raus. Die Arbeitsfläche bestäube ich mir auch mit Mehl. Und hier gebe ich den Teig jetzt drauf. Jetzt bestäube ich den Teig nochmal von oben mit Mehl und mache mir so eine runde Kugel daraus. Wälze diese Kugel nochmal so im Mehl. Der Teig ist schön weich und ergiebig. So soll er auch sein. Und wenn man ihn so ein bisschen mit Mehl bestäubt, klebt er auch überhaupt nicht mehr. Wenn er noch so ein bisschen klebt, bestäube ich ihm noch mal ein bisschen mit Mehl und gebe auch von unten etwas Mehl drauf und gebe ihn jetzt in eine Plastiktüte hinein. Und so lasse ich ihn jetzt hier mit der Plastiktüte einfach auf der Arbeitsfläche etwas liegen und mache inzwischen das Fleisch, das Hackfleisch fertig. Ich habe hier jetzt 500 Gramm Hackfleisch. Ich gebe es in die gleiche Schüssel, in der ich eben den Teig gemacht habe und gebe 50 Gramm Schlagsahne dazu, einen Teelöffel Salz, außerdem gebe ich einen Esslöffel Schmand dazu. Ich habe hier eine Zwiebel und eine Kartoffel, die werde ich jetzt abschälen und hier mit dem Zerkleinerer einfach zerkleinern. Wenn ich die soweit abgeschält habe, gebe ich sie hier in den Zerkleinerer rein. Ihr könnt sie aber auch mit der Reibe klein schneiden oder klein reiben. Oder man kann auch die Zwiebeln von Hand in kleine Würfel schneiden und nur die Kartoffel auf der Reibe machen. Das geht auch. Ich mache es jetzt beides hier im Zerkleinerer. Das ist für mich einfach bequemer. Wenn ich das soweit zerkleinert habe, gebe ich das auch zu dem Hackfleisch dazu. Das Ganze verknete ich jetzt wieder mit dem Knethaken. Ich habe die Knethaken dazwischen auch gar nicht gewaschen, weil das muss auch nicht sein. Wenn sich alle Zutaten so gut miteinander verbunden haben, dann ist die Hackfleischfüllung jetzt auch fertig. Für die Soße brauchen wir eine Zwiebel, die habe ich hier bereits klein geschnitten, eine Möhre, die ist bei mir auch schon zerkleinert worden, die hatte ich auch eingefroren, 100 Gramm Tomatensoße oder Tomatenpüree, bei mir ist es jetzt Tomatensoße mit Kräutern, etwas Öl zum Anbraten, bei mir ist das Sonnenblumenöl, Salz und Pfeffer zum Abschmecken. Und ich habe hier einen Esslöffel Hühnerbrühe, da kann man auch Gemüsebrühe nehmen und wir brauchen dazu noch Wasser.
Für diese Mahlzeit braucht man eine große Pfanne. Ich habe mir die hier auf dem Herd gestellt und den Herd auf der höchsten Stufe eingeschaltet. Jetzt gebe ich etwas Öl in die Pfanne. Wenn ich spüre, dass so eine angenehme Hitze hochsteigt, gebe ich die zerschnittenen Zwiebeln dazu. Die Zwiebeln rühre ich immer wieder zwischendurch um. Sobald die Zwiebeln so ein wenig glasig werden, gebe ich auch schon die Möhren dazu. Sobald auch die Möhren so ein wenig glasig sind, gebe ich jetzt den Knoblauch dazu. Den presse ich einfach durch so eine Presse durch. Wenn ich den Knobi reingegeben habe, kann ich auch direkt die Tomatensoße dazugeben. Und ich gebe auch jetzt schon einen halben Liter Wasser dazu. Das Ganze lasse ich jetzt aufkochen. In der Zwischenzeit mache ich mit dem Teig weiter. Ich gebe mir auf die Arbeitsfläche wieder etwas Mehl drauf und hole den Teig raus. Bestäube den Teig auch von oben ein wenig mit Mehl und mache mir so einen Fladen daraus. Jetzt gebe ich noch einmal Mehl obendrauf und drehe mir den Teig einmal um, damit er von unten auch nicht klebt. Jetzt beginne ich auszurollen. Ich brauche so einen großen viereckigen Fladen. Zwischendurch bestäube ich den Teig noch einmal mit Mehl. Und drehen einmal um. Ich muss immer dafür sorgen, dass er mir von unten nicht festklebt, weil er ist sehr weich und auch ein wenig klebrig. Deshalb muss ich immer wieder darauf achten, dass er mir von unten nicht festsitzt. Jetzt rolle ich weiter aus. Der Teig muss recht dünn sein, wenn er ausgerollt ist. Deshalb mache ich jetzt einen schönen großen Fladen daraus. Etwa so. Bei mir ist er jetzt wahrscheinlich so einen halben Meter mal 60 Zentimeter groß. So viereckig. Hier drauf gebe ich jetzt das Hackfleisch. Verteile es über den ganzen Teigboden. Ich versuche es möglichst schön gleichmäßig zu machen. An dem Rand, an den Rändern, lasse ich so ein wenig Platz. Mache es nicht direkt bis zum Rand, außer hier an dem Seitenrand, da mache ich ein bisschen näher ran. Aber diese Ränder, diesen Rand lasse ich dann so ein bisschen mehr Platz über, damit ich das da gut zumachen kann. Wenn ich das Fleisch soweit verteilt habe, beginne ich jetzt die Rolle zu formen. Dafür gehe ich hier an die andere Seite, so an die breitere Seite und beginne so einzurollen. Mache mir so eine lange Rolle daraus.
diesen äußeren Rand, den dehne ich so ein wenig, ziehe den hier so rüber und kneife den hier so ein bisschen fest, damit er sich so hält. Wenn es so klebt, wieder die Finger eintauchen in Mehl, dann geht das schon ganz gut. Ich habe mir hier so ein Häufchen Mehl hingeschüttet, dann kann ich das immer wieder gebrauchen. Jetzt kneife ich überall fest, so ganz leicht. Und lege es auf die Nahtseite. Streue mir hier noch ein bisschen Mehl hin. So. Hier drauf lege ich das jetzt drauf. Mit der Nahtseite nach unten praktisch. Und jetzt schneide ich das einmal in der Mitte durch. So. Ich schneide mir jetzt etwa so 4-5 cm lange Teile ab. Etwa so. Solche Teilchen sind das dann. So sehen die aus. Die lege ich mir hier auf die bemehlte Arbeitsfläche einfach zur Seite und schneide mir das nächste Teil ab. So 4-5 cm lang. So schöne breite Teile sind das. Und das mache ich jetzt so mit der ganzen Rolle. Schneide mir immer wieder so schöne breite Teile ab. So. Bei mir hat es jetzt 10 Stück ergeben. Jetzt gehe ich rüber zu der Pfanne. Das blubbert jetzt hier vor sich hin. Bei mir steht der Herd jetzt auf mittlerer Flamme. Und jetzt gebe ich die Teigteile hinein. Und zwar stelle ich sie so auf. So. Drücke die so ein bisschen auseinander. Gebe jetzt die Hühnerbrühe dazu. Die Hühnerbrühe und auch das Salz oder eventuell auch noch Pfeffer kann man auch schon vorher dazu geben, bevor man die Rollmante reinlegt. Ist vielleicht sogar bequemer. Ich habe es jetzt in diesem Fall so gemacht. Ihr könnt das machen, wie ihr wollt. Müsst ihr dann selbst schauen. Bei mir liegen die jetzt über die Hälfte in der Soße. Oben schaut noch so ein kleiner Rand raus. Ich stelle jetzt auf kleine Flamme auf Stufe 3 von insgesamt 9 Stufen, mache den Deckel drauf und lasse die Mante etwa eine Stunde so garen. Nach etwa einer Stunde sind die Mante dann fertig und man kann sie servieren. Ich werde sie dann so mit Kräutern noch bestreuen, bei mir sind das Petersilien, und mit Schmand genießen. Von euch werde ich mich dann an dieser Stelle auch verabschieden. Ich danke euch, dass ihr dabei gewesen seid. Macht dieses gute Essen mal nach. Es ist ganz einfach in der Zubereitung, schmeckt aber sehr köstlich. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute. Schaut euch auch noch andere Videos an. Bei mir auf dem Kanal habe ich jetzt eine Playlist eingerichtet und man kann da sehr gut alles finden. Ich danke euch nochmal für alles und sage bis zum nächsten Mal.